Hallo, ihr Lieben. Hallo, ihr Lieben. Hallo. Hallöchen, ihr Lieben, herzlich willkommen zum vierten Teil der Reihe Das war einmal. Und heute geht es um die Zeit auf dem College. Ich zeige euch die zwei Fotos, die ich eigentlich nur habe. Ich habe irgendwo bestimmt noch ein paar andere, aber die habe ich jetzt nicht rausgesucht. Sind auch nur so auch von irgendjemandem geknipst. Ich wüsste jetzt nicht mal, in welchem Album ich suchen sollte. Ja, auf jeden Fall geht es um diese Zeit. Ja. Wo ich 17, 18 Jahre alt war. So, genau, 94 war das, da habe ich ja die Schule beendet. Und dadurch, dass ich nicht aufs Lehrer-College konnte, musste ich ja erstmal was anderes mir überlegen und habe die Prüfungen aufs Musik-College gemacht. Ich habe die bestanden, was auch nicht gerade einfach war. Und dann ging es los mit dem Studium. Ja, zu den Prüfungen bin ich im Sommer angereist mit meiner Freundin Olga. Sie hat es aufs Lehrer-College geschafft. Nein, nee, die war auf dem Künstler, auch irgendwas mit Kunst, Theater, irgendwie sowas, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, wie es hieß. Auf jeden Fall sind wir zusammen hingefahren und hatten natürlich beide als erstes nichts, wo wir wohnen konnten. Wir haben die ersten Nächte bei ihrer Schwester verbracht. Sie hat an der Uni studiert und im Wohnheim gewohnt. Also das war natürlich abenteuerlich. Auf dem Fußboden geschlafen und so, ne? Und dann hatten wir Bekannte gehabt aus der Gemeinde da in der Stadt, also meine Familie. Und bei ihr habe ich dann, glaube ich, auch eine oder zwei Nächte verbracht, bis ich dann ins Wohnheim konnte, auf dem College für die Zeit für, während der Prüfungen. Waren uns, glaube ich, den Angereisten ein paar Zimmer da zur Verfügung gestellt worden. Ja, da habe ich mit drei anderen Mädchen gewohnt. Wir hatten natürlich keine Kantine, gar nichts. Wir mussten uns komplett selber versorgen. Ja, auch in dieser Zeit. Aber darum geht es nicht wirklich. Also die Prüfungen habe ich bestanden und dann ging es ab September los. Meine Mama und Papa, die haben mich mit dem Auto hingebracht, weil eben ein paar Sachen hin mussten. Das ist natürlich auch so ein 200 Kilometer Weg, ne, durch Serpentinen. Ich glaube, Mama und Papa haben damals einen Transporter oder irgendwie sowas von Bekannten ausgeliehen, damit wir auch ein paar Sachen mitnehmen können. Ja, und dann war es Zeit für mich, mein Zimmer im Wohnheim zu beziehen. Und ich hatte das Glück gehabt, dass ich das Mädchen, mit dem ich in dem Zimmer gewohnt habe, kannte. Also ich war jetzt nicht mit komplett fremden Personen im Zimmer, sondern mit einem Mädchen aus der Stadt, wo ich herkomme, aus der gleichen Musikschule. Wir hatten sogar den gleichen Lehrer gehabt, nur eben waren wir in unterschiedlichen Jahrgängen auf der Musikschule gewesen. Das heißt, wir kannten uns flüchtig und das war auch eigentlich ganz gut, dass ich nicht mit komplett fremden Menschen mich erstmal zusammenfinden musste, obwohl ich denke, da hätte ich auch nicht so die Probleme gehabt. Ja, wir hatten ein Zimmer, das ein bisschen größer war als jetzt das Arbeitszimmer hier. Und das Zimmer war eigentlich für drei Personen gedacht. Wir hatten aber überwiegend da zu zweit gewohnt. Wir hatten zeitweise noch ein drittes Mädel bei uns gehabt, aber sie war nur vorübergehend für ein paar Wochen bei uns. Und dann ist sie in eine Wohnung in der Stadt gezogen. Ja, das war sehr spartanisch. Das war, ich sag mal, die Zeit auf dem College im Wohnheim war sehr entbehrungsreich. Denn, ja, was hatten wir im Zimmer gehabt? Zwei Tische, einen Schrank, der kaputt war. Eigentlich dreitüriger, fehlt aber eine Tür, die wir durch Vorhang ersetzen mussten. Und dann hatten wir Klavier stehen und drei Betten. Und dann hatten wir auch noch ein paar Regale an der Wand. Ja, das war es dann. Nichts. Kein Herd, kein Kühlschrank, kein Fernseher natürlich, gar nichts. Wir hatten ja nicht mal Toilette und Dusche aus dem Zimmer gehabt oder ein Waschbecken. Das war nicht da. Wir hatten das am Ende des Flurs, wir Mädchen da, die Jungs da, das war gemischtes Wohnheim. Wir hatten, glaube ich, 5 oder 6 Zimmer mit Jungs, der Rest war Mädchen. Also 1,5 Etagen hatten wir Wohnheim von diesem Musikcollege-Gebäude.
Und 3,5 Etagen waren halt Unterrichtsräume halt. Ne? Und dann oben wir. Wir hatten keine Dusche. Die Dusche war unten im Erdgeschoss und die war für alle. Da waren 4 oder so Duschkabinen. Das heißt, du bist jetzt niemals alleine duschen gegangen. Das konntest du gar nicht erlauben. Da hätten dich die anderen gekillt wahrscheinlich. Sondern du bist mit 3 anderen Mädchen zusammen duschen gegangen und draußen im Flur stand dann der Rest, die haben Schlange gestanden und wenn die der Meinung waren, ihr wart da zu lange drinne, wurde schon an die Tür gehämmert, ne? Macht jetzt hinne, kommt mal da raus, hier sind noch ein paar andere, die duschen wollen. Ja, und genau das gleiche war das auch mit den Waschräumen. Wir hatten Waschraum, Toilette am Ende des Flurs und da wir Mädchen in Überzahl waren, die Jungs hatten es einfacher. Da musste kaum einer irgendwie Schlange stehen, um sich die Zähne zu putzen. Wir mussten das natürlich schon, ne, in unseren Waschraum. Das waren jetzt so an der Wand so ganz viele Waschbecken, aber eben nicht genug, um, keine Ahnung, wie viele Mädels wir waren insgesamt. Ne, wie viele Zimmer hatten wir dann? Auf jeden Fall viele. Ne, und wie ich schon gesagt, wir hatten keinen Kühlschrank. Wir hatten draußen im Winter die Möglichkeit natürlich, im 5. Stock klaut dir das keiner, außer Vögel vielleicht. Wir hatten einfach Taschen genommen, die Sachen, die gekühlt werden mussten, in die Taschen reingepackt und draußen am Fenster aufgehängt. Und bei minus 30 Grad im Winter war das natürlich wunderbar. Besseren Kühlschrank, Gefrierschrank braucht man nicht. Im Sommer war das natürlich ein bisschen anders. Ein paar anderen Mädels oder auch Jungs hatten die Möglichkeit, die hatten von ihren Familien einen kleinen Kühlschrank gekauft bekommen. Und da konnten wir manchmal tatsächlich auch ein paar Sachen reinpacken, aber dann hast du eben Pech gehabt, wenn die nicht im Zimmer sind und du gerade aber was brauchst aus dem Kühlschrank, ne? Das ging auch nicht. Gekocht haben wir auf einem Herd mit 2 Platten drauf und darauf mussten wir kochen. Backofen hatten wir natürlich auch nicht. Ein paar Mädchen hatten tatsächlich diesen, das war eigentlich wie so ein, ich weiß nicht, wie das heißt, so eine Pfanne mit Deckel, elektrisch. Und da drinnen konnte man tatsächlich Kuchen backen. Das habe ich einmal benutzt, um meinen 18. Geburtstag zu feiern. Da habe ich Kuchen gebacken. Genauso wie für Lenas Geburtstag. Da haben wir auch Kuchen gebacken. Da haben wir ausgeliehen gehabt. Ansonsten hattest du tatsächlich, ja, sowas gab es nicht. Ne? Und ja, vom Stipendium leben war auch nicht gerade einfach. Wie ich schon sagte, sehr entbehrungsreich die Zeit. Weil Stipendium war nicht wirklich groß, was wir bekommen hatten. Und wir hatten, also Lena und ich, nicht die Möglichkeit, Geld von der Familie zu bekommen. Weil Lenas Mama war alleinerziehend und wir hatten auch kein Geld und eben noch mein Bruder und meine Schwester zu Hause. Aber meine Familie hatte die Möglichkeit, durch Papas Arbeit mit dem Zug Sachen mir rüber zu schicken. Ne, von zu Hause dann solche Sachen wie zum Beispiel ein Hähnchen oder Milch, Butter und eingelegtes Gemüse, was auch immer. Ne, so einmal im Monat ungefähr, als Papa diesen Job angefangen hat, ging es dann damit los, hat er mit den Schaffnern vom Zug eben so eine große Tasche mitgegeben mit sogar ein Fresspaket für uns. Ne? Das war ganz gut. Die Möglichkeit dann auch ab und zu auch Lenas Mama genutzt. Die hat dann auch noch was dazu gepackt. Und dann wurden wir verständigt. Wir hatten natürlich auch kein Telefon, logischerweise. Nur unten am Empfang hatten wir einen. Und da wurde dann angerufen und mir Bescheid gesagt, wann jetzt das Paket ankommt. Dann sind wir zum Bahnhof gefahren mit der Straßenbahn und so, ne? Und haben uns die Sachen geholt. Das war natürlich Highlight, ne? Also das war richtig gut. Dann hatten wir wieder mal was Besseres zu essen. Ja, was haben wir denn gekocht? Ja, was Einfaches, was schnell geht, weil so viel Zeit hatten wir auch nicht. Wir mussten ja eben ganz, ganz viel lernen und Prüfungen und so weiter und so fort. Und auch Unterricht war nicht gerade einfach und wenig. Üben mussten wir auch ganz viel. Ja. Wir hatten aber das Glück gehabt, dass Lena und ich, wir sind nach der 11. Klasse, also wir hatten komplett die Schule abgeschlossen gehabt, sodass wir keine normalschulischen Fächer hatten mehr, sondern mussten uns nur auf Musik konzentrieren. Wir hatten noch Italienisch dazu, weil die ganzen Musikfachbegriffe auf Italienisch sind, ne? Moderato, Piano und was weiß ich. Ne? Das war aber auch gar nicht so schlecht, war interessant. Und ansonsten hatten wir halt ganz normale Fächer wie früher auch in der Musikschule. Nur dazu kam dann Pädagogik. Und ab dem 3. Jahr hat jede
Das habe ich dann natürlich nicht mehr miterlebt auf dem College, weil ich ja dann schon in Deutschland hier war. Doch, ab dem vierten Semester hat man einen Schüler bekommen oder Schülerin, die man dann unterrichtet hat. Ne? Natürlich unter Aufsicht von deinem eigenen Lehrer. Ja, das war eine richtig schöne, spannende Zeit, wo man sehr viel gelernt hat. Vor allem eben dieses alleine zu leben, auf sich selber gestellt zu sein, auf sich selber aufzupassen. Diese Freiheit irgendwo zu haben einerseits und andererseits bist du ja für dich selber verantwortlich. Ne? Also das war interessant, anstrengend teilweise. Man musste dann wirklich erwachsen sein. Ich war ja schon ziemlich früh erwachsen geworden. Das war aber dann noch ein zusätzlicher Schritt in dieses Leben als Erwachsene. Und trotzdem wurden wir nicht immer wie Erwachsenen behandelt, weil wir hatten im Wohnheim natürlich auch nicht die Freiheiten, die ja ganz Erwachsene, sage ich mal, haben. Wir wurden doch schon überwacht. Wir hatten einen, ich sag mal, Aufseher dazu. Er war eigentlich für alles zuständig, auch so hausmeistertechnisch, aber er hat tatsächlich morgens kontrolliert und abends kontrolliert unsere Zimmer. Der ist morgens um eine bestimmte Zeit an der Tür gewesen, hat geklopft und wenn du im Schlafanzug aufgemacht hast, dann hattest du schon mal einen Ärger gehabt. Weil um diese Zeit, wenn er geklopft hat, hast du komplett angezogen, fertig zu sein und dein Zimmer soll aufgeräumt sein. Der hat wirklich geguckt, ob die Zimmer aufgeräumt sind, ob die Betten gemacht sind und ob du tatsächlich für den Tag fertig bist. Egal, ob du jetzt um 8 schon Unterricht hast oder nicht, hat niemanden interessiert, du hast fertig zu sein. Und abends hat er einfach, dann ist er auch von Zimmer zu Zimmer gegangen und hat kontrolliert, ob nicht die Einheimischen sich eingeschlichen haben. Ab einer bestimmten Uhrzeit durfte sich nämlich kein anderer im Zimmer oder im Wohnheim befinden, der da nicht wohnt. War so, mein Ex-Mann, der wurde ein paar Mal auch rausgeschmissen, weil die Zeit dann halt ne, war und dann kam der Aufseher quasi und er war dann halt noch da. Ne? Das war aber schon im dritten Semester, wo wir dann, ja genau, ich habe meinen Ex-Mann auf dem College kennengelernt. Wir waren im gleichen Jahrgang, hatten zwar nicht überall die gleichen Lehrer gehabt, aber wir haben auch zusammen im Ensemble gespielt und auch im Orchester und so. Ja, mein Ex-Mann, den habe ich aus dem College kennengelernt. Und ja, wir haben auch in der Studienzeit noch geheiratet damals. Aber das hat jetzt mit diesem Thema nichts zu tun. Auf jeden Fall war die Zeit sehr interessant, auch in der Hinsicht, man hat ganz viele neue Menschen kennengelernt, nicht nur auf dem College. Wir hatten ja auch halt stationiert gehabt in der Stadt mehrere halt Bund, ne, also Armee. Stationen waren da und sie hatten tatsächlich immer wieder so einmal im Monat so eine Veranstaltung gehabt, sowas wie Disco und haben dann Mädels, vor allem eben Mädels, aus den umliegenden Colleges eingeladen. Und wir waren auch ein paar Mal da, das war für mich richtig spannend, weil das war das allererste Mal, dass ich überhaupt bei sowas, bei einer Disco dabei war. Das hat man natürlich dann auch, ja, geguckt, wie das halt ist da und so. Man hat dann einige Leute auch da kennengelernt. Ich hatte tatsächlich für 2 Wochen einen Freund aus einer dieser Stationen gehabt. Und das hat aber, war nichts wirklich Wichtiges irgendwie. Wie gesagt, man hat sich vielleicht 2-mal oder 3-mal gesehen in der Zeit gehabt, weil sie hatten ja auch nicht andauernd frei Ausgang. Genau, und wir mussten ja auch ab einer bestimmten Zeit im Wohnheim sein, weil danach wurde abgesperrt. So war das halt. Ja, wie war das jetzt auch so, ich sag mal, haushaltstechnisch da zu leben? Wir hatten keine Waschmaschine, klar. Wir haben wirklich unsere Wäsche per Hand gewaschen. Ich hatte ab und zu mal die Möglichkeit gehabt, bei aus der Gemeinde, bei Menschen aus der Gemeinde, ich bin ja da auch in der Adventgemeinde gegangen, die nicht weit wohnten, unsere Wäsche zu waschen, aber das hast du dann natürlich auch nicht überstrapaziert, diese Möglichkeit. Einmal im Monat habe ich vielleicht tatsächlich meine Wäsche da gewaschen, weil das hat ja auch für die Geld gekostet, ne? Wasser und Strom und alles. Und ja, apropos Gemeinde, da war natürlich die Gemeinde deutlich größer und da waren auch ganz, ganz viele Jugendliche oder junge Leute in meinem Alter. Das war natürlich was ganz anderes als zu Hause. Da bin ich jeden Samstag, wenn ich die Möglichkeit dazu hatte, immer hingegangen, habe aktiv am Gemeindeleben teilgenommen,
habe im Chor gesungen und habe sogar in einer anderen Stadt bei Evangelisation mitgemacht. Das war sehr interessant, das war eine sehr schöne Zeit. Auch da habe ich ganz viele neue Menschen kennengelernt. Sowieso diese 2 Jahre, die ich in der Stadt da gewohnt habe, waren davon geprägt, was Neues kennenzulernen. Neue Menschen, eben neues Leben, neue Aufgaben als ich sag mal, selbstständige Person mittlerweile und für sich selber wirklich sorgen zu lernen, das war für mich ja nicht ganz so ein großes Problem. Ich konnte schon Haushalt führen und kochen und so, aber das war natürlich unter anderen Bedingungen auch noch, ne? Ein bisschen erschwertere Bedingungen, da jetzt sich selber zu versorgen. Aber wir hatten auch mal die Möglichkeit, tatsächlich günstig an sowas wie Brot und Brötchen zu kommen. Denn neben unserem Gebäude war Musikschule. Die Nase juckt gerade. War Musikschule. Und auf der Rückseite von der Musikschule war Bäckerei. Und die haben an uns arme Studenten an bestimmten Tagen Brot und Brötchen günstiger verkauft, was misslungen ist. Ich sag mal von der Form her, ne? Das ist kaputt gegangen oder keine Ahnung. Was die nicht in Verkauf bringen konnten, haben sie dann an uns arme Studenten mit kleinem Stipendium verkauft, sodass wir nicht verhungert sind. Wir haben nicht hungern müssen, so ist es nicht. Aber es war halt anders als zu Hause. Ne? Also doch schon deutlich entbehrungsreicher gewesen. Ein Tag, vor allem wenn Stipendium ausgegeben wurde, waren dann die Jungs manchmal bei uns aus dem Wohnheim. Sie haben dann uns Lebensmittel gebracht. Als Belohnung für die Arbeit quasi dann auch noch eine Tafel Schokolade oder irgendwas, so in der Art. Ne? Und wir haben dann gekocht und die sind dann, wenn es fertig war, zu uns gekommen. Wir haben dann auf dem Fußboden eine Tagesdecke ausgebreitet, weil wir nicht so viel Platz am Tisch hatten und haben dann zusammen gegessen. Das, was wir gekocht hatten. Ne? Das war auch interessant, auch lustig gewesen. Wir haben dann zusammen irgendwann mal gesungen und ne, das waren ja alles Musiker oder eben Sänger und so und das war klasse. Das war richtig klasse. Also ich würde sagen, diese Zeit auf dem College, egal wie anstrengend, egal wie schwierig das manchmal war, würde ich jetzt um nichts auf der Welt gegen irgendwas eintauschen wollen oder hergeben, weil das war eine sehr wichtige Zeit in meinem Leben. Ich muss leider sagen, zu kurze Zeit, aber andererseits, ja, ich bin jetzt hier. Ne? Das war ja auf dem College die Zeit im 4. Semester, als die Papiere kamen, dass wir nach Deutschland dürfen. Und das war, ja, das stand gar nicht zur Frage irgendwie, dass ich das nicht mitmache, ne? Dass ich nicht mitgehe, obwohl ich da schon verheiratet war im 4. Semester. Momentchen. Wer viel sappelt, muss ein bisschen trinken zwischendurch. Ja, aber das ist wirklich sehr gute Zeit gewesen. Ich muss auch sagen, also ganz viele neue Sachen sind dazu gekommen, wie zum Beispiel Theater. Wir hatten in der Stadt Theater und ich glaube mit der Musikliteraturlehrerin, jetzt regnet es schon wieder, die Lehrerin für Musikliteratur, die ist mit unserem Kurs alle paar Monate ins Theater gegangen. Das kannte ich von früher auch nicht. Das war richtig schön, das war richtig klasse. Und dann eben ganz viele neue Menschen und Eindrücke und auch neue Stadt, ganz große Stadt. Also wir sind dann auch tatsächlich im Sommer, wenn es warm wurde, da war ein ganz großer Fluss durch die Stadt, Irtysch. Wir sind dann auch baden gefahren, also mit der Straßenbahn natürlich. Ne? Also, und auch, ja, neue Bekanntschaften und Freunde. Ich habe hier sogar noch immer Kontakt ab und zu ein paar Mädels, meistens online, aber auch tatsächlich Veronique zum Beispiel, die habe ich auf dem College kennengelernt, die wohnt hier in Deutschland, die habe ich schon besucht. Ne? Also wir telefonieren zwar nicht mehr so oft wie jetzt vor ein paar Jahren noch, aber wir haben doch Kontakt ab und zu. Ne? Und auch meine Mitbewohnerin aus dem Wohnheim, wir schreiben uns über russische Seite halt ab und zu. Ne? Und Instagram jetzt, genau. Sie hat mich auf Instagram gefunden. Ja, sie hat nämlich genau wie ich ihren Mann auf dem College kennengelernt. Meinen Ex-Mann halt ich. Ne? Und sie ist immer noch mit ihrem Mann verheiratet. Ja, auch Musiker, auch Akkordeonspieler. Und wir haben beide unsere
Männer halt auf dem College gefunden gehabt, sozusagen. Ne? Das ist, ja, irgendwie, das war eine richtig, also ich werde jetzt gerade ein bisschen nostalgisch, muss ich sagen. Das war eine sehr schöne Zeit und ich hätte es gerne ein bisschen länger gehabt, aber naja, nichtdestotrotz, ich hatte die Möglichkeit, halt diese Zeit zu haben. Die entgeht jetzt zum Beispiel meinem Sohn Christian dadurch, dass er während seiner Ausbildung jetzt zu Hause wohnt, ne, bei Mama und Papa. Aber Manuel, der macht gerade diese Zeit durch. Ne? Der ist jetzt seit Oktober nicht mehr zu Hause, wohnt zwar nicht in einem Wohnheim, sondern in einer WG, aber es ist trotzdem, ja, ohne Mama, ohne Papa, für sich selber verantwortlich zu sein lernen, das ist ein Prozess. Ne? Das ist ein großer Prozess im Leben von jedem von uns, denke ich mal. Irgendwann mal müssen wir alle erwachsen werden, ne? Und das war ich. Ich war wirklich ziemlich früh erwachsen. Und ich denke, das hat mir auch viel gebracht, dieses Leben, wie ich vor. Ja, gleich, Christian. Ich komme gleich. Hi. Und tschüss. Tschüss. Genau, neugierige Nasen hier wieder. Mama sappelt mit sehr selber und wollte nachgucken, wahrscheinlich, was ich hier gerade mache. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, genau. Das, was ich euch erzählt habe aus meinem Leben in Kasachstan vor dem College jetzt, ne, dieses viel im Haushalt helfen und auch mal kochen und alles, ne, das hat viel gebracht. Ich bin nicht ins kalte Wasser gesprungen sozusagen, als ich aufs College gegangen bin, sondern ich wusste schon ungefähr, wie ich für mich sorgen kann. Ne, ich konnte schon kochen, ich konnte Wäsche hochwaschen und putzen und alles. Das war für mich alles absolut kein Problem gewesen. Auch mit wenig hier auszukommen, das kannte ich auch. Also deswegen war das für mich nicht ganz so schwer für manche, wie für manche andere gewesen. Ich habe da wirklich gesehen, wie manche da wirklich die erste Zeit leicht Problemchen bekommen haben, wirklich mit Geld auszukommen, was sie bekommen haben an Stipendium und so. Ne? Das ging bei mir nicht ganz so schlimm. Ne? Das war schon in Ordnung. Ja, was kann ich noch erzählen aus der Zeit? Ich habe ja gesagt, ich war in der Gemeinde damals auch aktiv. Ein paar Leute von da kenne ich immer noch. Und ja, eigentlich war das auch alles. Ich habe leider auch keine Fotos aus der Zeit, sonst würde ich euch ein bisschen was zeigen. Habe ich jetzt leider nicht. Da gab es gar keine Möglichkeit, großartig Fotos zu haben. Ja, wie ich mit meiner Familie in Kontakt geblieben bin damals. Ja, irgendwann mal haben meine Eltern ein Telefon bekommen. Und es gab bei uns ja, ich weiß nicht, die Leute, die von drüben kommen, die kennen das, diese Fernsprechzentralen, wo du dann hingegangen bist. Dann so ein dich angemeldet hast, die Nummer gegeben hast, bezahlt hast, ne? Und dann irgendwann mal haben die dann Verbindung aufgenommen mit deinem Gesprächspartner, halt da, wo du anrufen willst. Und dann wurdest du aufgerufen und bist in so eine, wie Telefonzelle, so eine Kabine gegangen und hast dann bestimmte Zeit, da hast du ja bestimmte Minuten bezahlt dafür, ne? Telefoniert. So habe ich dann mit meiner Familie kommuniziert oder halt Post, haben ab und zu mal Briefe halt, ne, bekommen und. Und ansonsten war auch nichts mehr gewesen. Wir hatten ja, damals gab es sowas wie Handy und sowas gar nicht, ne? Das ist ja viel später gekommen. Ja, das ist eigentlich auch alles gewesen. Ich hoffe, ich habe jetzt alles erzählt. Ihr könnt natürlich auch zu dieser Zeit gerne Fragen stellen, wenn ihr mehr wissen wollt, ne? Ich beantworte die natürlich auch gerne, auch zu den anderen Videos. Ich habe eigentlich gedacht, ich mache so ein Frage-Beantworten-Video, aber bis jetzt sind nicht genug Fragen dafür zusammengekommen. Deswegen habe ich jetzt so ein paar Fragen schon zwischendurch, glaube ich, beantwortet. Ja, das war jetzt meine Zeit, diese nicht ganz 2 Jahre auf dem Musikcollege. Die Zeit habe ich genossen und ja, es war wirklich schön, das miterlebt zu dürfen. Und ich hoffe, ja, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, wie immer, Daumen hoch, abonnieren, wer mag. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss, ihr Lieben.